Platz 16 gegen Platz 18. Mehr Abstiegskampf geht fast nicht. Die Partie zwischen dem FC Memmingen und dem TSV Buchbach ist aber auch ein Duell der beförderten Co-Trainer. Sowohl das Duo Meier-Decker auf Allgäuer Seite als auch Alexandro Petrovic beim TSV bekamen nach dem Trainerrauswurf vor zwei Wochen das Vertrauen und müssen heute im Abstiegskracher liefern. Ein Torfestival durften die 758 Zuschauer aber eigentlich nicht erwarten. In den letzten sieben Duellen zwischen diesen beiden Teams fielen nie mehr wie zwei Treffer. Doch die Gäste ganz in Schwarz wollten die Statistiker wohl gleich Lügen strafen. Sami Amari verwandelt in der zweiten Minute eine Ecke sehenswert mit der Hacke. Top-Start also für die Oberbayern. Und es ging gleich weiter. Flanke aus dem Halbfeld, in der Mitte läuft Tobias Staff ein und köpft das Ding dann an Keeper Tobias Verdi vorbei ins Tor. Die bisher so schlechte Buchbacher Chancenverwertung also bisher bei 100%. Memmingen schüttelte sich kurz und hatte wenig später gleich die Möglichkeit auf den Anschlusstreffer. Micha Bareis kommt aber nicht ganz an die Hereingabe von Adrian Morina heran. Die Gäste igelten sich mit dem 2-Tore-Polster in der eigenen Hälfte ein, der FCM fand dagegen allerdings kein Durchkommen. Einzig mit Distanzschüssen prüften die Allgäuer Keeper Felix Junghahn. Auf der Gegenseite dann mal wieder ein weiter Ball in den Memminger Strafraum. Amari behauptet sich da gut gegen zwei Verteidiger, scheitert dann aber an Werdig. Kurz vor der Pause dann noch einmal Memmingen. Starke Ablage von Dominik Strohengel auf Tiziano Mulas. Dessen Schuss wird noch gefährlich abgefälscht, verfehlt aber dem Buchbacher Kasten. Mit dem 2:0 ging es dann in die Kabinen. Memmingen zwar mit mehr Ballbesitz, Buchbach aber mit den klareren Offensivaktionen und zwei Treffern. In der zweiten Hälfte dann erneut die Gäste mit dem besseren Start. Der Schuss von Tobias Stehr allerdings zu zentral auf Keeper Werdig. Wieder rüber auf die andere Seite, wo Bareis eher unfreiwillig querlegt auf Morina. Schöne Schussposition da für den 29-Jährigen und die nutzt er auch. Memmingen damit wieder zurück im Spiel. Zunächst aber noch einmal Buchbach. Benedikt Ort bekommt da zu viel Platz, verzieht aber deutlich. Der FCM nun natürlich komplett im Offensivmodus und beinahe wäre hier in der 70. Minute der Ausgleich gefallen. Tohu Wabohu da im Buchbacher Strafraum, Keeper Junghahn kratzt dann die Kugel aber noch von der Linie. Glück in dieser Situation für den TSV. Und der Memminger Chancenbucher ging gleich weiter. Diesmal ist Nikolai Brugger nach einem Freistoß völlig alleine vor dem Tor, kann die Kugel aber nicht an Junghahn vorbeibringen. Buchbach konnte sich jetzt überhaupt nicht mehr befreien. Diesmal rollt der Angriff über links, tolle Flanke in den 16er und dann macht Bareis das überfällige 2:2 in der 78. Minute. Der mittlerweile verdiente Ausgleich für die Gastgeber. Drehen die Allgäuer hier das Spiel sogar noch komplett? 5 Minuten vor dem Ende segelt die nächste Hereingabe in den Buchbacher Strafraum. Noah Müller bekommt dann aber zu wenig Druck hinter dem Ball. Wir springen in die 90. Minute, nochmal ein Freistoß für den FCM. Der eingewechselte Jannis Peter tritt an und hämmert die Kugel dann direkt in die Maschen. Ekstase pur in Memmingen. Denn wenig später war Schluss. Ich habe so gesehen, dass wir 90 Minuten klar die bessere Mannschaft waren. Wir haben noch nie so viele Flanken wie in der ersten Halbzeit geschlagen. Haben auch in der Halbzeit der Mannschaft mitgegeben, dass wir genau bei dieser Art und Weise Fußball zu spielen weitermachen müssen und dass wir am Ende des Tages belohnt werden. Nicht mit einem Punkt, sondern mit 3 Punkten. Und dass uns das dann gegen Ende gelungen ist, ich glaube, das haben dann auch die Emotionen gezeigt, dass das für uns ein ganz wichtiger Sieg war. Ich sah zur Halbzeit eine 2-0-Führung. Und dass wir uns dann selber geschlagen haben. Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn man auswärts zur Halbzeit 2-0 führt, dürfte man nicht mehr 3-2 verlieren. Was ein wahnsinniges Comeback des FC Memmingen nach einem tollen Buchbacher Start. Die Allgäuer sammeln damit 3 Big Points im Abstiegskampf und legen 7 Zähler zwischen sich und schlusslich Buchbach.